Good morning, everyone. Guten Morgen alle zusammen. Stellt euch vor, ihr seid in einer Position, wo ihr beschließt, dass ihr wissen wollt, was die Möglichkeiten eurer Regierung seid. Das ist super, oder? Jeder möchte das wissen, aber stellt euch jetzt vor, dass wenn ihr Fragen stellt und sie antworten müssen, das wäre so viel besser. Das ist, was Informationsfreiheitsanfragen für sind. Und jetzt werden wir darüber reden, wie das in Italien funktioniert, um herauszufinden, was die italienische Regierung kann. Okay. Hallo alle zusammen. Ich bin Mario Lucchini und ich bin ein Journalist in Italien und ich schreibe über modernes Italien und ich bin auch ein Teilnehmer des Menschenrechtszentrums dort. Und ich werde jetzt über ein Projekt reden, darüber zu reden, wie man Transparenzwerkzeuge benutzen kann, um Spionageinformationen zu bekommen. Die italienische Geschichte ist ziemlich interessant. Organisiertes Kriminalität und Mafia bedeutet, dass es Antikorruptionsgesetze und Transparenzgesetze gibt, die es uns helfen können, zu verstehen, was bei solchen Projekten passiert. Aber wenn wir jetzt über Überwachung reden, dann ist die italienische Überwachung weltweit bekannt, weil es dort ein paar Firmen gibt, zum Beispiel ARIA und Hacking Team. Die sind bekannt dafür, dass sie Überwachungstechnologie in die ganze Welt exportieren. Aber auch Hacking Team, weil sie auch gehackt wurden. Und meine Frage war, okay, die Überwachungstechnologie, die in Italien erstellt wird, ist international beliebt. Aber welche Technologien benutzt die Regierung, um uns zu überwachen und ihre eigenen Bevölkerung zu überwachen? Also angefangen habe ich mit Open Source Nachrichten, die online sind. Zum Beispiel Bugplanet.info, die viele Informationen über unterschiedliche Überwachungsfirmen aus der ganzen Welt sammeln. Insbesondere habe ich für die italienischen, die großen italienischen mir angeschaut. Und basierend darauf habe ich angefangen zu googeln durch die VAT-Nummern. Und dies hat mir einige interessante Informationen gezeigt. Ich habe diese Tabellen gesehen, die ganzen Bezahlungen vom italienischen Innenministerium zu den ganzen anderen Firmen live, weil die Transparenzgesetze aus 2013, der öffentliche Sektor muss diese ganzen Bezahlungen veröffentlichen muss. Und aus diesen ganzen Tabellen habe ich ja auch das ganze Geld bekommen, wie viel, aber auch dieses Subject und den Bestellinformationscode, den Ausschreibungsidentifikationscode. Und damit bin ich wieder zu Google gegangen. Also einfach Google. Und was ich gefunden habe, waren diese XML-Dateien, in denen die ganzen Details, die ganzen öffentlichen Bestelldatensets drin waren aus dem öffentlichen Sektor, die wieder wegen Antikorruptionsgesetze müssen das Innenministerium, das Verteidigungsministerium, das ganzen anderen öffentlichen Institutionen diese XML-Dateien veröffentlichen müssen. Darüber, was sie einkaufen, was sie bestellen. Alles, was sie bestellen wollen, muss online veröffentlicht werden. Und das ist dieses Format und wenn ich diese Daten bekommen habe, war ich komplett durcheinander. Ich hatte die ganzen Informationen, um herauszufinden, was die Regierung kauft, was sie dafür bezahlen und welche Firmen dort einkaufen. Also habe ich diese Workflow erstellt von diesen XML-Dateien, finde die Bestellinformationen und die Liste von Daten, die versuchen, die Ausschreibung zu bekommen, weil wir die ganzen Informationen haben, weil wir ganze neue Firmen finden können, die wir vorher noch gar nicht kannten. Diese ganzen Daten, und auch mit ganz vielen anderen Informationen vom Informationsfreiheitsgesetz konnte ich Dokumente anfragen, die
die Rechnungen von den Firmen und auch die Ausschreibung. Das heißt, ich konnte Ausgaben überwachen und die Geräte, die von diesen Firmen an die Regierung ausgeliefert werden oder verkauft werden. Also lasst uns zuallererst mal ein paar der Resultate uns anschauen. Das rechts sind die Firmen, die ich von den öffentlichen Informationsquellen gefunden habe. Ich habe die Anzahl von Firmen mehr als verdoppelt, die doppelt sind. Die hochgehighlighteten sind interessante. Das eine ist NSA Italien, was sehr interessanter Name für eine Firma ist. Und dann gibt es auch Telekom Italien. Das ist die zweitgrößte Telekommunikationsfirma in Italien ist. Und die ist sehr bekannt und ist ziemlich groß. Und das ist sehr interessant oder sehr komisch, sie in so einer Datenbank die Überwachungstechnologie verkauft. Aber wir werden später sehen, warum. Und lass uns mal auf zwei andere Firmen schauen. Das eine ist CipherGate. CipherGate ist eine relativ neue Firma, das ist eine Elektronika-Firma, ist eine andere große italienische Firma und eine ihrer Produkte sind der Wi-Fi-Catcher, das ist ein Wi-Fi-Netzwerk-Monitoring-System, das die Knoten identifizieren kann und Verkehrsflussanalyse ermöglicht. Und das zweite ist NetInt. Das ist eine integrierte Plattform, die die Möglichkeit zur Verfügung stellt, Anrufe zu überwachen, Telefon zu überwachen und auch soziale Medien zu überwachen oder VoIP-Anrufe. Schaut euch mal deren Twitter-Account an, da gibt es ein paar schöne Bilder. Eine andere Firma ist CPM. Jammers. Die verkauft Jammers. Aber schaut euch mal die Ausschreibung an. Da war eine Ausschreibung über IMSI Catcher und CPM Electronica ist der offizielle Weiterverkäufer von der Section Company, was eine englische Firma ist, die CPM Catchers verkaufen. Also so können wir ganz viele Resultate mit diesem Ansatz finden. Wir können sehen, wie diese Geräte verkauft werden, die italienische Regierung interessieren. Immer noch über das Thema von IMSI Catchers. Diese Daten, die man bekommt von den Ausschreibungen, so sieht das File aus. Ganz oben ist das Thema. Und dann gibt es die Liste von den Teilnehmern. Es gibt ein paar unbekannte Namen und dann gibt es da unten Telekom Italien. Ist eine Telekommunikationsfirma und die hat da scheinbar teilgenommen an dieser Ausschreibung 2015 für IMSI Catcher System. Sie haben nicht gewonnen. Die Firma, die gewonnen hat, ganz oben ist Italien Waffen. Immer noch über IMSI Catchers. Ihr könnt Informationen vom technischen Spezifikation bekommen, dass die Regierung diesen technischen Firmen zur Verfügung stellt. Die haben da nach einem Downgrade gefragt von 3G zu 2G, von 4G zu 3G. Und sie haben auch ein Schema zur Verfügung gestellt, was sie gerne haben würden, was der IMSI Catcher machen soll. Also man sieht da zum Beispiel, da gibt es einen Ort, da soll einem spezifischen Ziel gefolgt werden und es gibt da diese IMSI Aiming Numbers. Immer noch über IMSI Catchers. Lass uns versuchen, die wirkliche Werkzeugkiste zu bauen, was die Regierung interessiert. Also was zum Beispiel über Internetüberwachung. Ich habe da so ein Projekt gefunden, was zu einem nationalen Plan gehört. Das ist ein Plan, der benutzt italienisches Geld und europäisches Geld. Held by the company RCS, which is dieses Projekt wurde von der Firma RCS, die auch eine bekannte Überwachungsfirma in Italien ist. Die sollte ein paar Internet
Interception regarding a specific user, Internet-Datensammler zur Verfügung stellen, die Internetverkehr abgreifen sollten. Was da komisch war, the tag of this project, war diese cultural activities. Kommentar zu diesem Projekt, der sollte für kulturelle Aktivitäten sein. Also dieses Projekt soll sich in der Kultursphäre benutzen. Aber nein, das ist ein Ding, was Internetdaten abgreift. Die Kosten hier waren mehr als 100.000 Euro. Es hat 113.000 Euro von öffentlichen Geldern bekommen. Und das letzte Zahlung war Januar 2015. Und ich habe versucht, all die Dokumente zu bekommen, aber die Antwort war nein. Denn es gab Datenschutzgründe für Patentgründe für die wieso ich das nicht, die Daten nicht bekommen sollte, und das war also auch eine. Think about the social media and the. Lass uns mal über soziale Medien reden und die ganzen möglichen Sachen, die wir online machen. Der Innenministerium hat dieses System gebaut, mit dem man die ganzen sozialen Medien überprüfen kann. Das nennt sich Crime. Naja. What does this system und was do? Macht dieses System? Grundlegend ist dieses System, oder das Ziel dieses Systems ist, die Medien überwachen können, um alle Audiodateien, die online sind, aus sozialen Medien, wie zum Beispiel Facebook, YouTube, zu sammeln. Und damit, das wird dadurch gemacht, dass auf diese Seiten gescrollt wird, die Audiodateien transkribieren und die Personen zu identifizieren, das Ganze in einer Datenbank von Sprach-Fingerprints zu speichern. Die Internet-Überwachungsagentur hat sich das angeschaut und hat mehr Informationen aus dem Innenministerium angefordert. Weil dieses spezifische System, wenn das implementiert, wurde implementiert, um Terrorismus zu bekämpfen, aber die Stärke von diesem System, das ganze System zu scrapen und außerdem, wie werden diese Sprachfingerprints in der Datenbank gespeichert? Was sind da die Schutzmechanismen? Das ist alles auch nicht klar. Aber glücklicherweise habe ich einen Freedom of Information Request und es wurde teilweise standgegeben. Die Firma oben hat die Ausschreibung gewonnen, aber sie hat die technischen Angebot nicht bekommen. Aber ich habe ein paar andere Informationen bekommen, zum Beispiel von ACS und andere bekannten Firmen. Und das ist ein Ausschnitt daraus, welche technischen Angebote sie bekommen haben. Auf der linken Seite sieht man die ganzen öffentlichen Kanäle, wie zum Beispiel Tor, Yahoo, Google, Reddit und wie sie die bekommt, vorerst zu kriegen, wer das ist, dann durch Wissensdatenbanken und zu verstehen, und das System wird auch das Ganze übersetzen, also aus unterschiedlichen Sprachen. Diese ganzen Dokumente, die wir bekommen haben, werden veröffentlicht, wahrscheinlich Anfang nächstes Jahres. Wir sind in Italienisch, das heißt, wir müssen noch verstehen, wie wir sie übersetzen wollen, wie wir sie veröffentlichen wollen für die ganze Gesellschaft. Und lass uns einfach weitergehen. Vor kurzem hier in Deutschland habe ich einen Artikel gelesen über die Berliner Zugstation, wo sie die Gesichtserkennungsprotokolle versuchen wollen. Italien hat dasselbe machen oder möchte dasselbe machen. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Was sie gemacht haben ist, Anfang des Jahres haben sie ein Gesichtserkennungssystem für ein Projekt namens Sari gebaut. Das ist ein Gesichtserkennungssystem, das ist der Aufbau von diesem ein Bild von der technischen Spezifikation oder Anforderung. Wir haben auf der rechten Seite die AFIS, das ist die Datenbank mit von den Bildern von Kriminellen, und die wollen diese Server-Applikationen benutzen, die
unterschiedliche Daten, Gesichtserkennungsalgorithmen benutzt, um die spezifischen Personen in den Bildern zu finden. Das System ist in zwei Teile aufgeteilt. Es gibt eine Enterprise-Version, die 10 Millionen Bilder abarbeiten können. Das ist eine statische Version. Also man hat ein Bild und möchte wissen, ob das Bild auf die Person auf diesem Bild in dieser Datenbank drin ist. Das andere ist eine Echtzeit-Implementation, die zusammen mit 10 CCTV-Kameras zusammenarbeiten, die da auch bestellt werden und um beliebig ausgerollt werden kann, irgendwo in Italien. Dieses System will die Personen in Echtzeit finden können in einer Liste von 10.000 Bildern. Und das ist eine ziemlich große Anzahl, sowohl in der für die 10 Millionen Bilder, aber auch die 10.000 sind schon zu groß. Entschuldigung. Wir haben auch Freedom Information Request für diese technischen Spezifikationen, aber wir hatten ein paar Probleme, weil die nur die technischen Angebote von den Firmen eingestellt haben, die das gewonnen haben, aber haben einige Informationen zurückgehalten. Also ist noch nicht ziemlich klar, welche Engine benutzt wird, aber das System, das gekauft wird, hat die Daten über Überwachungseinheit wieder ein Versuch, das herauszufinden, was da gemacht wird. Was können wir mit den Informationsfreiheitsgesetzen in Italien bekommen? Wir wollen die Rechnungen bekommen. Zum Beispiel jetzt bei Area. Die wollten aber auch viele spezifische Details entfernen. Aber im Endeffekt haben sie uns die Dokumente gegeben. Das ist gut. Das ist wir haben einen Präsident, sie haben uns diese Rechnung gesendet und also werde ich nach mehr Rechnungen fragen, sodass sie weiterkommen. Wir sammeln sie und würden gerne verstehen, wie viel sie dafür ausgeben für diese Technologien. Bisher habe ich darüber gesprochen, wie wir diese Daten bekommen haben. Dieses Projekt kann auch im Verteidigungsministerium oder Justizministerium benutzt werden. Aber es gibt da ein paar Probleme, denn die Transparenzgesetzableitungen sind nicht so stark in anderen Fällen, aber wir können immer noch ein paar Informationen bekommen. Das ist ein PDF-Dokument aus dem Verteidigungsministerium, was Kommunikationsinformationen, wo es um Kommunikationsinformationen geht. Hier geht es um ein System, was benutzt wird, um Kommunikationsverkehr zu unterbrechen und eine Sprach-zu-Text-Übersetzung anzuwenden. Und hier gibt es noch ein paar Details. Wir würden jetzt gerne um eine schwächere Version von dem anschauen. Also muss ein paar Parameter zur Verfügung stellen, zum Beispiel um dein Ziel zu bekommen. What was my initial question? What are the tools? Also was war meine ursprüngliche Frage? Was ist in dem Werkzeugkasten von der italienischen Regierung? Es schaut so aus, als ob die italienische Regierung alles zusammenbekommen hat, was größere Regierungen zusammen haben, zum Beispiel Gesichtserkennung, Datenabfrage, etc. etc. Also was kommt jetzt als nächstes? Wir würden jetzt gerne diese Freedom Information Requests immer wieder nachfragen, um die ganzen Angebote zu bekommen. Wir würden jetzt gerne die Datenbank von Firmen erweitern, denn es gibt da, die immer noch fehlen, zum Beispiel Hacking Team. Es gab da noch mehr Informationen über die, aber wir würden gerne Firmen finden, die verbunden mit ihnen sind, denn das wäre sehr nützlich. Wenn wir die Firmen finden, die in den Ausschreibungen teilnehmen, kennen wir mehr Firmen, die solche Technologie verkaufen, und dann können wir die da verbinden mit Hacking Team oder anderen solchen Firmen. Und ein anderer Punkt ist,
Ein anderer Punkt ist herauszufinden, wie viel die Regierung ausgibt. Nicht nur, aus dem Sichtpunkt von der Privatsphäre, sondern auch Sichtpunkt von den Ausgaben. Wie viel kostet es, die Bevölkerung zu überwachen? Und mit diesen Informationen können wir das irgendwie verstehen. Was fehlt bisher ist, den legalen Rahmen, let the government use such technology. Den legalen Rahmen zu verstehen. Der ist der Regierung erlaubt, solche Technologien zu benutzen. Es gibt nicht nur, zum Beispiel Gesichtserkennung. Die Regierung sagt, wir würden jetzt gerne diese Gesichtserkennung benutzen, um Terrorismus zu bekämpfen. Und wir würden auch gerne Aktivisten von anderen Ländern involvieren, denn dieses Projekt könnte in anderen Ländern auch benutzt werden. Und um das zu machen, es gibt einen Workshop nach dem Vortrag um 2 über dieses Thema. Horizon 2020 funded project, which is, es gibt ein Projekt, was von Horizon 2020 finanziert wurde. Das ist ein Whistleblower-Projekt, was eine Plattform zur Verfügung stellt, um in Europe. But then the workshop is, if anyone is interested, um zur Verfügung zu stellen, wie diese Situation in Europa aussieht. And aber wir können auch gerne im Workshop über andere Nationen sprechen. Im Workshop können wir sehen, welche Datenbanken von Firmen zur Verfügung stehen und wie man acquiring such technologies and techniques. So I und wie man dieses Projekt benutzt, um zu verstehen, wie eure Regierung diese Überwachungs. Yeah. That was it. Thank you. Überwachungstechnologien einkauft. Thank you very much, Ricardo. We have four danke für den Vortrag. Wir haben 4 Mikrofone im Saal und ihr könnt gerne Fragen stellen. Wir haben noch Fragen, viel Zeit für Fragen. Keine Fragen vom Internet. Mikrofon 1, bitte. Hi. So when you were starting out your investigation, hallo, als du angefangen hast zu suchen, hast du unterschiedliche Seiten angeschaut, die Überwachungsequipment herstellen. Gibt es Gesetze in Italien, die spezifizieren, dass Überwachungstechnologien von internen Firmen kommt, oder warum habt ihr nicht nur auf italienische Firmen fokussiert? Not sure on the laws regarding the ich bin nicht sicher über die Gesetze, die heimische, was die heimischen Gesetze angeht, aber zum Beispiel, ich glaube nicht, dass es für das Innenministerium irgendwelche Begrenzungen gibt. The well-known companies. Fangen wir mal bei den bekannten Firmen an. Das habe ich schnell gefunden, das fiel mir in die Hände. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt schaue ich mir das mal ein bisschen genauer an. Ich würde gerne genauer in die italienische Firmen anschauen. Und wenn irgendwelche Sachen in den... Wenn irgendwelche Sachen in den Ausschreibungen auftauchen, dann werde ich dem bestimmt nachgeben. Aber es gab da keinen bestimmten Grund dafür. Yes, sind diese Werkzeuge unter Geheimhaltung? Under secrecy. Unter Geheimhaltung? Well, when I requested information to the als ich nach Informationen gefragt habe von der Polizei, ob diese Technologie benutzt würde, wie oft, haben sie einfach nicht geantwortet. Sie haben nichts gesagt. I hope that the data protection also ich hoffe, dass die Datenschutzautorität besser besser weiß, was hier los ist. Und natürlich versuchen wir zu schauen, ob das schon benutzt wurde, aber nicht wirklich. Geheimhaltung. Habt ihr den Ministerium gefragt, wie es mit den Kulturen und der IP-Überwachung zusammenhängt? Ich habe das nachgefragt in dem Freedom of Information Request, den ich gemacht habe zum Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung, denn es war das Ministerium, was man in einem Projekt gesehen hat, aber sie haben nicht geantwortet.
Ciao Riccardo. Allora, hallo. Tendering in Italy, if I'm right, is something limited to offers higher than 80 or 100,000. Die ganzen Bestellungen, also die ganzen Ausschreibungen sind nur etwas über 80.000 Euro. Hast du das Gefühl, dass es dort obfuscation by going below the tender line in dass das günstigere gekauft werden, damit es nicht veröffentlicht werden muss, damit man nicht auftauchen muss. Ich habe mir das nicht genau angeschaut, aber das ist ein interessanter Punkt. Von dieser Studie, die ich gemacht habe, da fehlen bestimmte Sachen. They're not appearing. Zum Beispiel die Trojaner, die sieht man nicht. Aber das ist wahrscheinlich auch, weil ich mir das genauer anschauen muss im Justizministerium, denn die kaufen diese Technologien. Ja, nicht sicher, ob sie das absichtlich machen. Also das Geldbetrag runter machen, aber es fehlt hier definitiv irgendwas und ich muss da noch genauer nachschauen. Another question from the internet. This is a three-part question. Are there any big newspapers in Italy? Irgendwelche großen Nachrichten, Zeitungen, die da die Sachen veröffentlichen wollen? Wissen die Italiener über diese Überwachung? Und ist da eine öffentliche Debatte darüber? Well, it depends. Naja, es kommt darauf an. The face recognition system. Das Gesichtserkennungssystem. Since some freelance journalists wrote informally, haben sich viele angeschaut. Wrote some articles on that. Freedom information system. But, ich habe darüber ein paar Artikel geschrieben. Media, aber not so. Didn't take on this. Die Medien, on this kind of research. Die yet. Sind da nicht so drauf gesprungen auf diese Nachforschung. I need help, zumindest bis sure. jetzt. Ich hoffe, es wird passieren. Ich brauche definitiv Hilfe. Und wenn jemand, wenn jemand tiefer gräbt und da mehr findet, dann werden wir darüber Artikel schreiben und das publizieren. Aber Privatsphäre ist ziemlich schwierig, denn wir müssen da ein Datenretentionsgesetz beabsichtigen, was nicht wirklich Sinn macht, zum Beispiel was die Prinzipien von Daten. Italian people are concerned about this, but italienische Leute machen sich darüber Sorgen, aber nicht genug. Do we have any more questions? It does not anscheinend haben wir keine weiteren Fragen und damit verabschieden auch wir uns aus der Übersetzerkabine. Wir waren Franz T. und Thanks.